Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute möchte ich euch mal wieder zeigen, wie ihr euren Desktop ordentlich aufhübscht. Leider ist es allerdings so, dass Microsoft nicht erlaubt, fremde Designs zu verwenden. Also man kann eigentlich nur die Designs von Microsoft verwenden. Anders als man hier in den Einstellungen sieht, besteht solch ein Design oder Theme nicht nur aus Desktop-Hintergrund, Fensterfarbe, Sound- und Bildschirmschoner, es können auch andere Sachen angepasst werden, zum Beispiel Icons oder das Startmenü. Wie kann ich das freischalten, dass ich jetzt auch eigene und fremde Theme-Dateien verwenden kann? Ganz einfach, da gibt es ein Programm dafür. Das Ganze nennt sich Universal Theme Patcher. Im Internet eigentlich relativ schnell zu finden, hat man eigentlich gleich, zum Beispiel von chip.de. Die Herstellerseite ist, glaube ich, Custom XP. Das ist aber eine französische Seite. Wer dem Französischen nicht ganz so mächtig ist, sollte es dann von einer deutschen Seite runterladen. So, wie funktioniert das Ganze? Ganz einfach, wir laden das Paket runter und entpacken das Ganze. Und dann gibt es hier zwei ausführbare Dateien für 32-Bit und für 64-Bit Betriebssysteme. Funktioniert bei allen Windows-Versionen übrigens. So, was machen wir? Wir wählen das Ganze an, bestätigen, Sprache lassen wir auf Englisch. Und jetzt sehen wir hier, drei Dateien müssen gepatcht werden und wir wollen das ausführen. Jetzt sehen wir auch schön, was das Ganze bewirkt. Diese drei DLL-Dateien werden nämlich verändert. Das Schöne daran ist, es gibt auch einen Restore-Punkt. Man kann also alles wieder rückgängig machen, wenn man irgendwelche Probleme mit dem System danach hat. Jetzt drücken wir hier erstmal bei allen drei auf Patch. Nein, ich möchte den Computer nicht neu starten. Und nun, ab diesem Moment, könnt ihr nach einem Neustart alle Theme-Dateien direkt anwählen und die starten dann. Ich zeige gleich noch in einem anderen Video, wie jemand das neue Windows 8 Design nachgebaut hat und wo ihr das Ganze herbekommt. Das war's von mir und tschüss.